Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich will vielleicht einmal mit einer Bemerkung direkt auf Ihre Rede replizieren, Frau Kollegin Dattelen. Erstens hätte ich mir gewünscht, hätten Sie zur Sache geredet und nicht hier mit Zahlen hantiert, zu irgendwelchen Plänen des Verteidigungsbudgets. Insbesondere, und das macht mich wirklich stinksauer an dieser Stelle, die Bilanz, die Sie gezogen haben und die Schlussfolgerung, die natürlich falsch ist, zu sagen, die Soldaten abzuziehen der Bundeswehr, ist eine Unverschämtheit gegenüber denjenigen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und auch der anderen Nationen, die hier dafür gesorgt haben, in den letzten 17 Jahren für Stabilität in der Region zu sorgen, meine Damen und Herren. Aber geschichtsvergessen sind Teile der Linksfraktion leider bis heute. Deswegen möchte ich mich der eigentlichen Rede wieder zuwenden, meine Damen und Herren, knüpft aber just an das an, was ich gerade gesagt habe. Denn vergleichen wir doch einmal die Situation im Norden Kosovos, aber in der gesamten Region Grenzgebiet Serbien-Kosovo mit der Situation noch vor wenigen Jahren, mit derjenigen, wie sie heute ist. Das sind wirklich Erfolge, die dort zu verzeichnen sind, bei allen Problemen, die wir sicherlich negieren im gesamten Land, in der Region. Aber diese Erfolge lassen sich ja auch nachweisen, und zu dem einen oder anderen kann ich etwas sagen. Meine Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich aber für diese Erfolge danken den Männern und Frauen, den Soldatinnen und Soldaten, die dafür gesorgt haben, dass in der Grenzregion und in der gesamten Westbalkanregion es eben zu Verbesserungen gekommen ist, dass ethnische Spannungen im Zaum gehalten worden sind und dass auch Reformprozesse möglich gewesen sind. Herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, klar ist aber auch, das sagen wir an dieser Stelle immer wieder, weil es richtig ist, eine reine militärische Lösung der vielen Probleme, die es noch gibt, ist nicht möglich. Daher ist es eine richtige und eine gute Politik, die auch durch die Bundesregierung betrieben wird, dass eben flankierende Maßnahmen unterstützt wird, dass die Unterstützung der EU-Rechtsstaatsmission EULEX oder auch die Programme der wirtschaftlichen Zusammenarbeit durch das BMZ. Und die lokalen Sicherheitskräfte, die Polizeikräfte, wir haben das bei den gewaltsamen Demonstrationen in Pristina verfolgen können, die sind mittlerweile selbst in der Lage, ohne dass KFOR zur Seite steht, steht zwar parat, aber sie mussten nicht mehr eingreifen, sie sind mittlerweile selbst in der Lage, für Ordnung und Stabilität zu sorgen. Und das ist in der Erfolgsbilanz zu verzeichnen, meine Damen und Herren. Des Weiteren sind wichtige Schritte bei der Normalisierung des Prozesses zwischen Serbien und Kosovo zu verzeichnen. Ich nenne das Abkommen, was Ende August letzten Jahres unterzeichnet worden ist, und auch das Stabilitäts- und Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und Serbien, meine Damen und Herren. Das sind wichtige Dinge. Dieses SAA, wie es abgekürzt heißt, ist übrigens Anfang dieses Jahres in Kraft getreten. Bei allem Fortschritt dürfen wir natürlich auch nicht den Blick nur verengen auf die ethnischen Spannungen im Norden des Kosovo. Viel mehr gelangt an Bedeutung, und ich glaube, das sollten wir mehr in den Fokus rücken, die sozioökonomische Situation im Kosovo. Und da stimme ich Josip Bratovic, der als Erster geredet hat, durchaus zu. Das hattest du ja auch thematisiert. Da liegt vieles noch im Argen. Wenn wir sehen, dass 70% Jugendarbeitslosigkeit im Kosovo herrscht, das ist ein ganz gefährlicher Nährboden, der zu Spannungen führt, übrigens auch das Feld eröffnet für eine weitere Islamisierung. Islamistische Kräfte agieren dort. Das müssen wir auch in der Beobachtung behalten. Gleichwohl oder nicht gleichwohl, sondern wegen auch vieler schwieriger Dinge, die wir beobachten mussten in den vergangenen Monaten im Kosovo, ist es zu einem Stillstand in dem Reformprozess gekommen und auch im Dialog bei der Normalisierung mit Serbien. Es herrscht eine Krise im Land Kosovo. Und welche Konsequenzen ziehen wir nun daraus? Das müssen wir uns fragen bei unserer Westbalkanpolitik. Können wir sagen, die Reduzierung der Truppenobergrenze kann immer so fortwärts gehen? Wir wünschen uns das. Aber, meine Damen und Herren, wir müssen auch sehen, diese Sicherheits- und Stabilitätslage, die im Moment vorhanden ist, dank KFOR, ist ein Stück weit auch fragil. Wenn es eben zu weiteren Ausschreitungen, dass die Spannungen zu gewaltsamen Ausbrüchen führt, kann es sein, dass KFOR wieder eingesetzt werden muss. Im letzten Mandatszeitraum, im vergangenen Jahr, mussten sie nicht eingreifen. Wir müssen also doch uns auch überlegen, ob wir uns nicht einen gewissen Freiraum der Flexibilität uns begeben, wenn wir weiter automatisch Jahr für Jahr die Truppenobergrenze reduzieren. Wenn die Sicherheits- und Stabilitätslage im Land und in der Region es erlaubt, dann ist das sicherlich auch
der richtige Schritt, so wie es auch jetzt der richtige Schritt ist. Aber worauf ich hinweisen will, ist, wir müssen das sehr im Auge behalten. Und gerade mit der sozioökonomischen Situation im Land könnte da etwas passieren, wo wir dann vielleicht nicht darauf vorbereitet wären. Und deswegen schließe ich mit meinem Appell, die KFOR, das KFOR-Mandat, das völkerrechtlich auf soliden Füßen steht, durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrats weiter zu verlängern mit dem Mandat, mit den Konditionen, wie sie in dem Mandat jetzt ausgeführt sind. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt Marie-Louise Beck das Wort.